Hallo Leute und herzlich willkommen zurück zu Borderlands. Beim letzten Mal sind wir hier stehen geblieben. Es kann sein, dass es noch ein bisschen ruckelt. Das wird sich gleich wieder einkriegen, ein bisschen. Das Rein- und Raustappen ist ja Klassiker, ne? Auf jeden Fall, was ich sagen wollte. Okay, ich brauche keine Sprüche klopfen, das macht das Spiel von ganz alleine. Ich würde ganz gerne nochmal, auch wenn es für mich dann zu laut ist eventuell, die zwei Sachen hochschrauben. Oh yeah, die sind auf jeden Fall laut jetzt. Und mein Skin auch nochmal hier gucken, altes Holz. Da gibt es einige, aber ich will meinen Skin haben, den ich, sonst auch immer verwende, vorausgesetzt, ich habe den hier. Wo ist denn der? Da ist er. Kaugummi. Ich weiß nicht warum. Ich mag das einfach, dieses. Keine Ahnung. Es ist einfach so richtig hart dumm, weil eigentlich mehr oder minder eine Mädchenfarbe ist. Also Kaugummi ist halt meiner Meinung nach eine Mädchenfarbe. Aber hey, ihr könnt mich eines Besseren belehren. Falls ihr das wirklich könnt. Na gut, wie dem auch sei. Keine Ahnung, was ich da jetzt vorhatte. Auf jeden Fall habe ich jetzt mal das versucht. Nee, keine Ahnung. Ah ja, genau, beim letzten Mal sind wir hier stehen geblieben, als ich verreckt bin, ne? Jetzt habe ich gerade wieder die Erinnerung. Tut mir leid, ich habe in der letzten Zeit zu viel Just Cause wieder gespielt und da zu viel machen müssen. Deswegen wusste ich das jetzt gerade nicht mehr. Ich sollte vielleicht dann dementsprechend nochmal ein bisschen kämpfen. Huch! Ja, Kuh war zuschlagen. Komm, komm, komm. Ah, also. Ich glaube, ich hatte das letzte Mal auch ein bisschen Pech bei denen. Okay, ich muss vor allen Dingen. Ich glaube, die Mausempfindlichkeit ist ein bisschen zu hoch. Ich muss tatsächlich mal zum ersten Mal in einem Spiel die Mausempfindlichkeit runterstellen. Oh ja, schon viel angenehmer. Aber meine Maus, die hat einfach selber den DPI-Wert. Der ist einfach unschlagbar. Und da brauche ich das dann dementsprechend nicht. So. Oh, ich habe ganz langsame Lebensregeneration. Das ist doch schön. Die wird im späteren Spielverlauf natürlich noch schneller. Das will ich euch nur wissen lassen. Aber jetzt momentan müssen wir drauf klarkommen. Okay, okay, ganz schlecht, ganz schlecht, ganz schlecht. Okay, zwei Schuss auf den Kopf, dann passt das auch. So, ich gehe mal schnell da drüben hin zu der Kiste. No risk, no fun und so.
Ah, jetzt auch noch nachladen. Ist das euer Ernst? Okay. Alter, ich kann so nicht zielen, ne? Okay, ich muss mal das Mikro auch vorhin ein Stück aus meinem Gesicht nehmen. So. Oh, das ist doch nicht euer Ernst. Das war, glaube ich, ein sauberer Schuss. Da! Da. Ich muss leider schon wieder Waffe wechseln. Echt jetzt? Komm, komm, komm! Come on! Oh, Iridium. Soll man eigentlich erst sehr spät im Spiel kriegen, soweit ich weiß. So. Ich mache jetzt nichts mehr. Das ist der Energie. Mal schnell einen Schluck genommen, zumindest. Da. Sehr gut. Jack wird Sanctuary zumindest heute nicht zerstören. Gottes Willen, ey. Geh jetzt zurück zur Stadt. Wir treffen uns dort. Bei den Crimson Raiden. Ah, Mist. Ich werde angegriffen. Ich werde... Dito. Aber ich glaube, ich farm hier noch Level. Aber wenn ich voll und ganz hier mein Leben gerade riskiere. Hey, 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 lauf nicht weg! Brauch ich noch. Echt jetzt? Boah, Leute! Das war close! Okay. Wen haben wir denn da? Den haben wir da. Ach du Scheiße. Ist das jetzt gerade wirklich passiert? Okay, ich sag nichts dazu. Ich nehme das einfach hin. Gerade weil ich dazu nichts sagen will. So. Egal, renne ich hier rein. Hier ist auch noch eine Kampfstation. Pass auf, Unterthal! Diese Gegner sind viel stärker als du! Sie zu besiegen bringt mehr Erfahrung, aber es ist viel schwieriger, sie zu töten! Wenn du einen Gegner mit einem Kopfschlag gegen seinen Namen siehst, dann gibt es Hasengeld! Okay, schon verstanden. Mein Fahrzeug sollte noch da sein, ne? Hä? War tatsächlich noch da. So.
Bulli-Monks, egal, die lasse ich jetzt mal hinter mir. Falls die überhaupt rauskommen. Wo ist denn der? Wo ist denn der? Da! Nicht schlau, nicht schlau, nicht schlau, nicht schlau, nicht schlau. Meine Güte, darf ich mal auch verschnaufen? Natürlich nicht. Komm, legt mich wieder. In dem Fall nutze ich den Tod dann ganz kurz. Weil so kann ich mich dann hochholen. Verloren. Aber ich bin sicher, Reese hätte sich gefreut, wie schnell du diese Bloodshots ausgesetzt hast. Na denn. Alter, reicht doch jetzt auch irgendwann mal. Wo denn jetzt? Reicht jetzt. So, da ist der letzte. Warum auch immer der da baumelt jetzt auf einmal. So. Und ja, ich atme sehr viel aus gerade. Ich sitze aber auch nicht wirklich bequem. Kann aber auch nicht anders sitzen, stelle ich gerade fest. So. Jetzt können wir, glaube ich, nach Sanctuary rein. Okay, voll der Buggy-Bug-Block hier. Egal.
suche! Warte, der hat was fallen lassen, oder? Tatsache. Nehme ich einmal mit. So. Es ist eine Botschaft an Sanctuary, der letzten Person des Widerstands. Pandora, wie ihr es kanntet, das Chaos, die Banditen, gibt es nicht mehr. Wenn ihr es zulasst, wird dies eine Ära der Ordnung sein, des Friedens. Ergebt euch einfach und ich verspreche euch, euer Tod wird schnell sein. Ach, Hansen. Hat dir meine Rede gefallen? Im letzten Teil habe ich übrigens gehofft. Ich werde viel Zeit damit verbringen, euch Banditenabschaum zu Terre zu bewegen. Ich werde jede Sekunde genießen, denn ich sollte nicht zu viel verraten. Ich habe da ein kleines Geheimnis, das du nicht hören musst. Das würde dich noch verwirren. Ciao. Die Ansage ist neu von Hansom, habe ich das Gefühl, nur. Ah, okay, das habe ich verkackt. Okay, ich habe das Gefühl, dass ich das nicht hinkriege. Gibt's einen Trick, wie man auch von der Seite reinkommt, quasi. Zu hoch. Ah, eine Leiter. Huch. Mann, hat er einen Knockback gehabt. So. Das war nix. Also Anlauf Nummer 2. Ja, das war schon eher was. Wir werden nämlich eine ganz schöne Menge an Geld gebrauchen können. Und sonst ist hier auch nichts mehr, habe ich das Gefühl. Nö, okay. Fahrzeug kann ich eh nicht mehr einsteigen, leider. Deswegen spawne ich mir noch einmal neu. Und reisen. Achso, ja, stimmt, man wird ja eh aus dem Fahrzeug geschmissen hier in Sanctuary. Hast es nach Banditen City geschafft, was? Ausgezeichnet. Toll, dass ich ein vertrautes Gesicht sehen werde, wenn ich das Drecksnest in Schutt und Asche lege. Oh, und ich habe mich entschieden, dir mein Geheimnis später zu verraten, wenn du es verdient hast. Du bist der, von dem Commander Roland gesprochen hat. Derjenige, der Jack begegnet ist und überlebt hat.
Wir brauchen deine Hilfe, aber eins nach dem anderen. Schließ den Energiekern an den Schildgenerator an. So. Ich gehe lieber auf die Schrot, weil meine ja nicht so viel bringt. Gut, das sollte ein oder zwei Tage halten. Roland sollte uns Infos bringen, wie man Jack aufhält. Da er verschwunden ist, brauchen wir deine Hilfe. Sprich mit Private Chesser am Tor. Er wird dich in die Stadt lassen. Chesser, steh gefälligst gerade. Ein Kammerjäger ist unterwegs zu dir. Okay, ich rüste mal eben schnell die neue Schrotflinte direkt aus. Und gucke mal, ob ich gerade ein neues Schild schon anlegen könnte. Nö. Das ist momentan das Einzige, was richtig gut ist, aber noch nicht ausrüstbar ist. Sniper-mäßig bin ich auch wieder aufrüstbar. Ah ja, genau, ich kriege ja noch die Sniper von Sarah Hammerlock. Beschuss! Aufpassen, Leute! Ein Hyperion Moonshot Blitz! Ohne diesen frischen Kern von dir hätten die Mörser den Schild glatt durchschlagen! Ich werde das Tor für Sie öffnen. Es ist mir eine Ehre. Commander Roland ist von seiner Aufklärungsmission nicht zurückgekehrt. Er hat für diesen Fall genaue Anweisungen hinterlassen und du kannst uns helfen. Triff dich mit dem Mechaniker der Stadt. Mach ich. Mach ich. Kurzer Leck. Ich glaube, ich sollte auch mal Partende machen jetzt allmählich. Ich meine, Mist. Roland braucht deine Hilfe. Ohne ihn haben die Crimson Raiders keine Chance gegen Jack. Finde bitte heraus, wo Roland ist. Ja, die Dame ist sehr schön, aber sie darf auch jetzt wieder aus dem Bild verschwinden, ne? Hallo? Sanctuary. Ah. Er baut auf den Ruinen des besten interplanetaren Bergbauschiffs der Dahl Corporation. Jetzt letzte Zuflucht für Diebe, Mörder und Ausgestoßene. Willkommen daheim. Tja, wie es hier weitergeht, sehen wir im nächsten Part, würde ich sagen. Und ja, ich weiß, wieder etwas kürzer als sonst und auch kürzer als ihr es gewohnt seid. Aber von daher würde ich sagen, trotzdem habt viel Spaß. Oder hattet ihr viel Spaß hoffentlich mit dem Part. Und von daher, bis zum nächsten Mal. Haut rein. Habt eine schöne Woche. Habt schöne Tage. Ich bin raus. Euer Stars. Haut rein. Und ciao.